So, im dritten Thema, im Themenbereich 1, beschäftigen wir uns jetzt als Hinführung zur Perspektive, die man bei der Prozessmodellierung auf Organisationen einnehmen, jetzt nochmal mit dem Referenzrahmen, den wir ganz zu Beginn in den Einführungsvideos schon mal gehabt haben, nämlich Mensch-Aufgabe-Technik bzw. Mensch-Organisation-Technik. Am Beispiel von oder in der konkreten Ausprägung von soziotechnischen Systemen. Soziotechnische Systeme, was das ist, das werden wir uns jetzt in diesem Thema ansehen. Nochmal ganz kurz zur Erinnerung, bevor wir auf diesen soziotechnischen Systembegriff eingehen. Dieses Dreieck, in dem wir uns bewegen in der Wirtschaftsinformatik oder das wir als Referenzrahmen eben hernehmen können, wenn wir über Probleme in der Wirtschaftsinformatik nachdenken, das ist eben das Spannungsfeld aus der Technologie, die Menschen bei der Aufgabenerfüllung in Organisationen unterstützt. Das sind unsere drei Aspekte und man kann sie Organisationen oder die Aufgabenerfüllung als ein System zur Aufgabenerfüllung an allen drei Kanten, die da drinnen sind, anschauen. Man kann sie anschauen, wie denn Menschen durch Technologie unterstützt werden können, um eine Aufgabe zu erfüllen. Dann sind wir sehr stark in der Software-Ergonomie zum Beispiel, in der Usability-Forschung. Wie wirkt denn Technologie auf Menschen? Man kann sich anschauen, wie Technologie in Organisationen zur Zielerreichung in Organisationen eingesetzt werden kann. Dann sind wir in der Forschung im Bereich von Informationssystemen, also wie denn Information in Informationssystemen abgebildet werden kann, was in Organisationen passieren soll, beziehungsweise welche Strukturen in Organisationen vorhanden sind und wie die Abläufe unterstützt werden können. Und man kann sich anschauen, wie denn Menschen in Organisationen agieren. Da sind wir dann weiter weg von der Technologie, stärker bei der organisationstheoretischen Sicht, verhaltenswissenschaftlichen Sicht auf Organisationen, wo es eben darum geht, wie können Menschen in Gruppen zusammenarbeiten, um ein organisationales Ziel zu erreichen. Und man könnte dann auch noch zusätzlich sich anschauen, wie wirkt denn Technologie auf die Arbeit von Menschen in Organisationen. Man kann sich anschauen, wie verwenden denn Menschen organisationale Informationssysteme und man kann sich anschauen, wie wirkt organisationale Struktur auf die Technologieverwendung von Menschen in Unternehmen. Besonders spannend üblicherweise für uns als Wirtschaftsinformatiker ist diese Perspektive hier, man hat dann noch eine andere Farbe, damit das übersichtlich bleibt. Dieser Pfeil, der sagt, okay, wir haben Menschen, die in Organisationen interagieren, um ein Ziel zu erreichen. Wie kann ich Technologie bauen, dass diese Menschen bei dieser Zielerreichung unterstützt? Da haben wir alle drei Aspekte mit drinnen. Und genau diese Perspektive, dieser grüne Pfeil hier, das ist der, auf den dieser soziotechnische Systembegriff referenziert. Das sind soziotechnische Systeme. Soziotechnische Systeme sind, sehen wir hier, gehen wir wieder zurück auf unser Standardfarbe, organisierte Menge von Menschen und die damit verknüpfte Technologien, die zusammenwirken, um ein spezifisches Ergebnis zu produzieren. Also wir haben da wieder diese Mitgliedschaftsdimension mit drinnen, wir haben die Zielgerichtetheit, den Zweck mit drinnen, also die Organisationsmerkmale sind im Wesentlichen gegeben. Auch durch die Strukturierung haben wir diese Hierarchiedimension vielleicht noch mit drinnen. Der Unterschied zum klassischen Organisationsbegriff ist, dass wir nicht nur das sogenannte soziale Subsystem betrachten, das wir eben in der Aufbau- und Ablauforganisation abgebildet hätten, sondern auch das technische Subsystem. Das heißt, wir haben nicht nur die Organisationsmitglieder und deren Rolle in der Organisation, das kennen wir nur aus der Aufbauorganisation, sondern auch deren Aufgaben, das ist auch noch in der Ablauforganisation mit drinnen. Was dazu kommt, eben ganz klar, ist die Technologie, die jetzt mit den anderen Komponenten zusammenwirkt und die Aufgabenerreichung ermöglicht. Das heißt, es ermöglicht, dass irgendein Input, den das System wahrnimmt,
Denken wir wieder auf produzierendes Unternehmen, das Material, das Rohmaterial, das reinkommt, dann durch die Leute, die bei der Fertigungszelle arbeiten, in Kombination mit der Technologie, also dem Fertigungsroboter zum Beispiel, zu einem bestimmten Output führen, indem sie ihre Aufgaben in deren Rollen wahrnehmen. So, wie gesagt, fügt der klassischen Sichtweise auf Organisationen diese Technologiedimension hinzu und hilft uns dabei, dann im Sinne der Geschäftsprozessmodellierung zum Zwecke der Informationssystemgestaltung mitzudenken, welche Rolle in die Technologie, die Informationstechnologie bei uns meistens denn da konkret einnehmen kann. So, nähern wir uns vielleicht diesem Begriff nur mal ein bisschen näher an. Wir haben also gesagt, wir haben in einem soziotechnischen System zwei Teilkomponenten. Das ist die technische Teilkomponente, da würden wir jetzt die Maschinen in einer Produktionsstraße, aber auch die Informationssysteme zum Beispiel mit einschließen. Muss man dazu wissen, der Begriff der soziotechnischen Systeme kommt aus der produzierenden Industrie. Das ist ein Begriff, der in der Soziologie in den 60er, 70er Jahren, 50er Jahren schon ansatzweise des 20. Jahrhunderts geprägt wurde, aus der Analyse von Arbeitssystemen in der produzierenden Industrie heraus. Deswegen kommen natürlich ganz Beispiele aus Produktionsstraßen, Maschinen, ist aber mit dem Aufkommen des Dienstleistungssektors oder der Stärkung des Dienstleistungssektors auch als Betrachtungsweise in diesen anderen Sektoren, im Dienstleistungssektor vor allem, wahrgenommen worden und ausgeweitet worden im Wesentlichen auch auf unterstützende Informationstechnologie. Und das ist heute eine sehr prominente Perspektive, die man einnehmen kann, wenn man Informationssysteme gestalten möchte. Hoppla. Wir haben im Weiteren dann die soziale Teilkomponente und in der fassen wir zusammen, was wir in der klassischen Organisationslehre als Aufbauorganisation kennen, nämlich welche Mitarbeiter wir haben und was wir in der Ablauforganisation haben, wie die zusammenwirken und hier zusätzlich welche technischen Teilkomponenten sie bedienen und nutzen, also die Querverbindungen zwischen dem technischen und dem sozialen Subsystem. Wichtig ist, dass man es nicht getrennt betrachten kann, ja, dass die Technologie das Agieren des Menschen beeinflusst und dass das Agieren der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter idealerweise auf die Technologie rückwirkt, also dass die Technologie tatsächlich die Arbeitsprozesse der Akteure unterstützt. Diese Sichtweise hat Implikationen auf die Gestaltung von Organisationen. Das heißt, wenn man Organisationen als soziotechnische Systeme betrachtet, dann gibt es bestimmte Aspekte, die man vielleicht bei der Gestaltung der Organisation betonen möchte. Wir haben da, glaube ich, jetzt wieder drei genannt. Das erste wäre die Bildung von relativ unabhängigen Organisationseinheiten. Meint, dass man in Abgrenzung zur klassischen Organisationslehre, wo man üblicherweise Abteilungen nach Fachdisziplinen gliedern und die Arbeitsprozesse abteilungsübergreifend laufen, bei der soziotechnischen Systemgestaltung versucht, funktional geschlossene Organisationseinheiten zu bauen. Also unabhängige Organisationseinheiten insofern, als dass diesen Organisationseinheiten eine Aufgabe übertragen werden kann und die ohne große Interaktion mit anderen Abteilungen diese Aufgabe übernehmen kann. Man könnte auch interdisziplinäres Team dazu sagen, das heißt, man versucht, die notwendigen Kompetenzen im Team zu bündeln und dann die Aufgabe diesem Team zu übertragen. Wir werden dann gleich sehen, warum das sinnvoll sein kann. Ein wesentlicher Aspekt dabei ist, dass die Aufgaben, die der Organisationseinheit, die unabhängig agieren können soll, übertragen werden, zusammenhängen sollen. Also es soll klar sein, wie denn soll klar sein, dass die Aufgaben, die erledigt werden müssen, einen sachlich-inhaltlichen Zusammenhang haben, damit sich auch die Kompetenz des Teams zur Aufgabenerledigung über die Zeit hin entwickeln kann.
Also jetzt nicht so, dass ich interdisziplinäre Teams baue und denen dann beliebige Aufgaben zuweise. Nein, das soll idealerweise ein konsistenter Aufgabentyp sein, den ich dem Team zuweise. Und die Einheit von Produkt und Organisation, das hängt mit den anderen beiden zusammen. Wir haben gesagt, wir möchten dem Team der Organisationseinheit, dem soziotechnischen System, eine Aufgabe übertragen und dieses von dem Team bearbeiten lassen, möglichst unabhängig. Idealerweise kommt dann auch gleich das Endprodukt raus. Das steigert die Identifikation mit dem Arbeitsergebnis und ist insofern für die Mitglieder des Teams abgrenzbarer und dann in weiterer Folge leichter auch Verbesserungspotenziale zu identifizieren. Das heißt, wenn ich meine Organisation nach soziotechnischen Gestaltungsprinzipien organisiere, würde ich diese klassische Aufbauorganisation nach Fachdisziplinen wahrscheinlich nicht in den Vordergrund stellen zumindest, sondern eher eine aufgabenorientierte Organisation bauen von Teams, die dann vielleicht noch miteinander interagieren, aber relativ autonom arbeiten können. Diese Autonomie ist nämlich ein wesentliches Merkmal von Organisationen, die als soziotechnische Systeme organisiert sind oder betrachtet werden. Es kann zur Beeinflussung von außen kommen. Das ist klar, ich kriege Input, es wird Output von mir erwartet. Wie ich mit der Aufgabenerledigung umgehe, ist aber Gegenstand des soziotechnischen Systems. Das heißt, wie sich das Team organisiert, ist ihm selbst überlassen. Das führt zum zweiten Merkmal, das ist die Selbstreferenz. Das Team betrachtet sich auch selbst, das Team nimmt sich als Einheit wahr. Nicht nur die Mitglieder, sondern auch die Technologien, betrachtet sich selbst und dadurch, dass es wiederholt, haben wir vorher schon gesagt, zur Bearbeitung ähnlicher Aufgaben kommt, nimmt das Team wahr, wie es bei der Aufgabenerledigung sich verbessern kann und im Wesentlichen bilden sich dann Arbeitspraktiken heraus, die gar nicht irgendwo explizit festgelegt sein müssen, sondern die aus dem sozialen Systemen emergieren, die entstehen dadurch, dass die Leute sich kennen und die Leute sich dann zusammenarbeiten können. Das dritte Merkmal, das wir hier noch haben, das wir betrachten möchten, ist der Begriff der Kontingenz, der ist ein bisschen schwierig. Das bezeichnet das Verhältnis, also wo wir vorher bei der Selbstreferenzialität die Perspektive nach innen eingenommen haben, nehmen wir bei der Kontingenz die Perspektive nach außen ein und sagen, okay, unser soziotechnisches System ist nicht unabhängig von der Umwelt. Ja, da wirken Aspekte ein und das ist vielleicht nicht nur der Input und der Output, sondern das ist die Interaktion mit anderen Teams, mit anderen Technologien, mit externen Einheiten, die wir benötigen, um unsere Aufgaben zu erledigen und die müssen bei der Gestaltung des soziotechnischen Systems mit betrachtet werden. Es hilft nicht, wenn ich meine Aufgabe organisiere und von einem externen Dienstleister abhängig bin und den nicht bei der Gestaltung der Geschäftsprozesse innerhalb des Teams zum Beispiel oder der Arbeitsprozesse innerhalb des Teams mitdenke. Den muss ich mit berücksichtigen und das würde man als Kontingenz bezeichnen. Das heißt, nur mal zusammengefasst, ein bisschen ein kürzeres Thema, diesmal schadet auch nicht. Wenn ich eine Organisation als soziotechnisches System betrachte, und das muss ich nicht, das nochmal betonen, auf die gesamte Organisation beziehen, sondern das kann sich auf die einzelnen Aufgabenerfüllungseinheiten beziehen, also auf diese soziotechnischen Subsysteme, dann würde meine Organisation so aufbauen, dass diese Einheiten möglichst unabhängig agieren können, dass die immer wieder ähnliche Aufgaben übertragen bekommen und auch sehen, was sie denn in der Organisation bewirken. Also das ist diese Einheit von Produkt und Organisation, so dass sie im Endeffekt autonom, möglichst autonom agieren können, sich Arbeitspraktiken innerhalb dieses soziotechnischen Systems herausbilden können, die die Zusammenarbeit verbessern, unter Berücksichtigung der Schnittstellen nach außen. Und wenn man alle diese Dimensionen mitnimmt, dann wird das Ganze relativ komplex und nicht mehr ganz so einfach
zu durchschauen, vor allem wenn es dann darum geht, dass man mehrere Akteure da in diesen Entscheidungsfindungs- oder in diesen Gestaltungsprozess einbindet. Und jetzt kommen wir wieder zurück. An der Stelle kommen wieder Modelle ins Spiel, Modelle, die ich bauen kann über die Arbeitsgestaltung und die Struktur meines soziotechnischen Systems, die dabei helfen zu identifizieren, wo haben wir denn vielleicht noch Unklarheiten, wo haben wir Verbesserungspotenzial, wie möchten wir denn unsere Arbeit konzipieren im Zusammenspiel zwischen den Akteuren, dem sozialen Subsystem und der Technologie und deren Zusammenwirken. Und wie das funktioniert oder wie man das angehen kann, was da mögliche Denkrahmen sind, das schauen wir uns jetzt noch im vierten Thema dieses Themenbereichs an.